Guten Morgen, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog aus Transsilvanien. Und heute wird einer meiner größten Träume Wirklichkeit. Ich gehe zum Schloss Dracula. Oh Gott, ich bin echt begeistert von so Vampir-Stories. Ich habe nicht Twilight angeguckt, aber ich habe Buffy früher angeguckt und Bram Stoker's Dracula und fand es richtig, richtig, richtig geil und für den Mythos cool. Ich habe ganz viele Dokus auch angeguckt, wie es zustande kommen konnte, dass irgendwie die Menschen denken, es gab Vampire. Natürlich kommt dann immer wieder Dracula in sein Schloss und heute werde ich es besichtigen. Ja. Oh, gut geschlafen. Ja, oh. Was ist eine Spinne. Oh nein. Ja, also Spinnen ist echt ein Albtraum. Ja, du süße Nudeln, du süße Nudeln. Autsch, ich hab meinen Finger vergessen. Du unterernährtes Tier. Es gibt wieder Frühstück. Oh, heute gibt's sogar Eier. Nom nom, lecker. Deswegen, weil sie so die ähnliche Form haben und die ähnliche Entstehung. Und eigentlich fahren wir uns mit der Gondel hoch, aber es ist sehr windig und auch nicht viel los. Also mal gucken, hoffentlich fährt die überhaupt. Wir können fahren! Juhu! Hier sind wir also. Es sah echt von unten irgendwie viel größer aus, aber wir haben Glück, dass die Eiskirche ist geschmolzen, aber das Eishotel ist wirklich noch ein bisschen da und man kann da sogar noch reingehen und sich das anschauen. Hier unten sind sie gerade vorbeigekommen und sie fahren Bananenboot auf dem Eis. Ich versuche euch das nochmal dann festzuhalten, das ist echt witzig, ich habe noch nie gesehen. So, das ist das Bananenboot im Winter. Das wird hier gezogen und ja, hier gibt es noch ein Hütchen. Und da oben ist noch so ein Viewpoint, ne, mit der Kirche. Aber wie kommt man da hoch? Oh, ich glaube da hinten rum. Jetzt gehen wir ins wirkliche Eishotel. Das kann man noch besichtigen. Muss man jetzt auch so eine kleine Fee zahlen, aber dann... Oh, wow, darf man hier rein? Geil! Marilyn Monroe. Oh, wow. Das ist das Eisrestaurant. Juhu, voll cool. Da will ich dann vor der... Und hier? Hier ist nichts mehr. Es ist echt spannend hier. Das ist richtig, richtig, richtig cool. Ich war mir erst nicht sicher, was wir denn hier oben jetzt machen sollen, weil eigentlich wollte ich einen Gletschersee sehen, aber es ist ja alles so verschneit und jetzt sind wir in dem Eishotel. Und es ist so cool, weil ich wollte immer mal hierher. Eigentlich wollte ich auch eine Nacht hier schlafen, aber man kann hier richtig auch reingehen in die Zimmer und sich mal angucken, wie sowas aussieht und... Ja, voll cool, ich sag's euch mal. Hier kommt man rein und hier seht ihr überall kleine Zimmerchen. Und die haben verschiedene Namen, verschiedene Themen. Ich zeige euch jetzt mal eins. Das ist total rutschig, ich muss etwas langsamer laufen. Aber so sieht es dann aus. Das ist richtig cool halt. Das sind so kleine Zimmerchen, in denen man dann halt eine Nacht schläft. Also Privatsphäre gibt es hier nicht viel. Denn ich glaube, es ist nur ein Vorhang. Und hier sind die ganzen Tische, wo man dann isst und hier ist eine Bar und das ist ja richtig cool. Ich glaube, es gibt nur 10 Zimmer und so cool, dass es zwar jetzt schon zu ist, aber man es trotzdem hier noch so angucken kann. Mega! Es sieht wirklich so ein bisschen aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Nicht so weiß, ein bisschen dreckig und ja, die Stadt ist sehr witzig.
irgendwas mit Vampiren und Dracula. Hier hängen die Knoblauchringe. Ja, dann gehen wir jetzt mal ins Schloss. Gang, den wir jetzt nach oben ins Musikzimmer gehen. Ist total eng und steinig und Übergewicht dürfte man hier auf jeden Fall nicht haben. Das ist Graf Lat, mit dem alles angefangen hat. Es war richtig toll, es mal zu sehen, das Schloss. Und wir haben jetzt auch eine ganz schnüppelige Unterkunft, sogar mit Blick auf die Burg. Ah, seht ihr sie? Hier blüht ein wunderschöner Kirschbaum. Und ja, das ist so das Dörfchen hier. Und in diesem Sinne sage ich, ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen, denn wir gehen jetzt nur noch essen und dann muss ich wieder Fotos rüberziehen. Also Party und Nightlife gibt es bei mir nicht, sondern ich muss abends meistens, wenn ich auf so einer Reise bin, alles sichern und ein bisschen E-Mails checken und so. Aber ja, es ist so viel passiert heute schon wieder. Erst im Schnee, dann im Eishotel, dann im Schloss. Crazy! Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich über einen Daumen hoch und wenn ihr mich abonniert. Und dann sage ich bis morgen 18 Uhr. Tschüssi und Baba!